Hallo und herzlich willkommen bei meinem Geburtstag. Ja, ich habe heute Geburtstag und mein Mikrofon kam auch heute. Habe es bei Amazon.de gekauft und habe es in die Schweiz geliefert. Und ja, ich habe da noch nebenbei falsch geschrieben. So. Hey, hallo. Aha. So, ich sehe nicht so gut, das Mikrofon ist vorne dran. Ja, ich habe das Rode NT-USB gekauft, weil, ja, das ist auf dem ersten Platz gewesen in einer Rangliste von deutschen Testern. Und, ja, ich bin eigentlich sehr gut fit. Bin meistens bei Genix dabei gewesen, weil ja, ich hatte eben die Headsets nicht so. Ich weiß es auch nicht, was einfach gefehlt hat. Ihr werdet es in den letzten Videos sehen. Es war irgendwie leiser, es war irgendwie störrischer und ich kriegte es einfach nicht mehr hin. Deshalb habe ich einfach ein bisschen mitgemacht ohne Geräte. Bei Genix, vor allem bei den GTA Online Parts und Pixelmon, was ja jetzt bald beginnt. Und das werde ich natürlich auch zeigen. Jo. Ich habe ein Modpack gemacht, das vor allem auf Bauen aufgebaut ist. Da werde ich da mal, mal ist es das. Alles vorstellen. Ich werde aber nebenbei noch kurz reden. Jetzt bald kommt das ganz große Addon bei Power4X heraus. Da werde ich natürlich wieder dabei sein. Alles zeigen, oder? Drum und dran. So, der Kreativmod ist bei den Mods manchmal verbuggt. Deshalb ist es abgestürzt. Tut mir leid. Ja, ich werde Wildlands noch spielen. Das tut sich einfach gut. Auch auf den Namen von meinen Projekten, die haben immer wild irgendwas. Und ich werde eben so ein Modpack-Projekt wieder machen. Und eben nebenbei noch das Pixelmon-Projekt, Pixelmon-Server von Genix, da werde ich dabei sein. Dann haben wir noch Wildlands eben, Path of Exile. Und noch andere Spiele, Terraria mit Mods, da gibt es über 2000 neue Items und das wird recht schwer sein. Bei Wildlands, da ja, muss ich mal schauen, wer Wildlands überhaupt hat. Wenn ihr habt, dann dürft ihr natürlich mitmachen oder einfach dabei sein. Ja, dann können wir besprechen, was ihr sein wollt. Und was ich sein will. Und eben bei Terraria darf natürlich auch eine mitnehmen machen. Dann werde ich schauen, dass ich am Abend irgendwann mal aufnehmen kann. Oder am Nachmittag. Und ja. Jetzt fällt mir gerade nicht zwei. Ah ja, Grim Dawn werde ich dann auch noch spielen. Also hauptsächlich Action-Rollenspiele, also Hack and Slay, wie sie gerne im Englischen sagen. Und ja, eins, das ist eben Survival, also Minecraft. Zwei sind Minecraft. Und eins ist Wildlands, also so Tactic-Shooter. Aber da kann man richtig viel Lustiges machen. Es ist eigentlich nicht ganz so viel Action-Shooter, aber trotzdem recht cool. Und für jeden Minecraft-Fan ist es eigentlich auch cool, weil es so richtig schöne Landschaften gibt. So. Ja, und in Grim Dawn, da wird es ja auch sehr schwer sein. Da werde ich wahrscheinlich nicht auf, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, weil die Gegner schon recht, der hat ein bisschen
Die Ziege hat ein bisschen Kerne geschluckt. Okay, ich werde noch mal kurz hier schauen, euch zeigen. Vor allem, ja, eher am Schluss. Ich sehe, es hat sehr viele Baumöglichkeiten. Das wäre natürlich cool. Und ich will einfach eine lebendige Natur und Stadt und Burg und Schlösser. Alles Mögliche werde ich da euch so ein bisschen zeigen, wie man es macht. Und da dürft ihr gerne auch mit entscheiden, was ihr wollt. Ich bin ja immer interaktiv. Ich kann euch also immer wieder etwas reingeben, was ihr wollt, gell? So, also, da sind die Harvestcraft-Sachen, dann kommen die Pflanzsachen. Was ich zeigen wollte, sind die verschiedenen, wie sagt man das, wenn man ein Haus baut, da ringsum die verschiedenen Gatter, diese, damit man hochkommt. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ja. Da wird mir schon genau Plattformen. Ja, Rampen, Frame. So, da ist Englisch. Aber ihr seht ungefähr, was wir machen können. Und natürlich Mistcraft, da werden wir so schnell wie möglich eine andere Welt machen. Und ich werde wieder anfangen, irgendwo ja, so ein bisschen Farmgebiete machen. Werde jetzt noch ein bisschen weiter weg machen, damit wir einfach das Gröbste farmen können, vor allem am Anfang. Und dann in den Mistcraft-Welten auch von Biome so Plenty farmen können. Weil hier kommen keine Biome von Biome so Plenty. Deshalb müssen wir das dann dort machen, gell? Ja, das war eigentlich alles. Ich genieße noch meinen Geburtstag. Werde noch bei Genex zu sehen sein heute. Aber ihr werdet wahrscheinlich das Video erst dann später bekommen. Ich weiß es jetzt auch nicht, ob ich das mitten im Livestream machen kann. Und ja, ich tue wieder mit Fraps aufnehmen, deshalb keine Webcam. Und ja, das kann ich nicht nebenbei irgendwie, ich weiß es nicht, wieso es nicht geht, dass man das nebenbei auch einstellen, also einbinden kann, oder dass ihr es seht, aber ich nicht sehe. Also toll, jetzt kommen wieder Videos und ja, ich genieße noch mein Headset, muss mich noch ein bisschen gewöhnen, weil unten links sehe ich nichts. Also da sehe ich ein kleines Buch. Das rote Buch jetzt gerade, das schwarze Buch sehe ich nicht. Das schaue ich jetzt gerade oben drüber. Und deshalb, ja, muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, gell? Also ich werde sehr schöne Gebäude bauen. Aber dann braucht es auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, wir müssen die verschiedenen Werkzeuge noch bauen können. Und dann geht's los. Also, im ersten Part vor allem Farmen, im zweiten Part vor allem ein bisschen einrichten, ein bisschen, ja, vor allem Weizen anpflanzen und Gemüse anpflanzen, Beeren anpflanzen und im dritten Part schon vielleicht mal ein Haus bauen. Aber es wird natürlich sehr viel Spaß machen mit den vielen Mods. Und ich werde natürlich immer schauen, dass es viel Spaß macht. Schon sehr frühe NPC machen. Und dann ein paar Quests machen und so weiter. Also, viel Spaß dann und tschüss.